Servus, ich grüße euch, hier der Moped-Junge. Ich habe euch, wie versprochen, bei dem letzten Video bei der Hercules 220 euch versprochen, dass ich dann die die Rex Como raushole aus der Garage, anmelde und für euch mal präsentiere. Sie wurde, so vermute ich, ich habe sie so gekauft, neu lackiert, aber diese Lackierung ist leider sehr schlecht geworden, beziehungsweise man sieht da schon so leichte Risse drin. Ich habe das versucht nochmal zu überarbeiten, ein bisschen aufzufrischen und das Ergebnis zeige ich euch jetzt gleich. Diesmal wurde kein Chromspray aus der Garage gepackt, aber es wurde blau die Felge lackiert. Ich weiß nicht, ob das so original war oder nicht, oder vielleicht ist das der originale Lack, der jetzt leider verwittert ist und leicht bröselt, aber ja, das könntet ihr mir vielleicht sagen. Ich weiß auch nicht, ob die Farbe so original ist. Es gibt relativ wenig Informationen im Internet über diese Como. Generell von dem Unternehmen Rex Werke München, da gibt es sehr wenig. Da gibt es viel Schwarz-Weiß-Typenübersicht noch, aber es gibt auch sehr viele Fragezeichen, was Daten. Wenn ihr was wisst, schreibt das alles unter dieses Video. Das hilft, denke ich mal, auch andere, wo auch eine Rex haben, weil der, wo eine Rex hat, wird wahrscheinlich wissen, wie das mit Ersatzteilen ist. Das ist recht schwer. Dadurch, dass die Firma nur bis in die Ende 60er oder Mitte 60er produziert haben und insolvent wurden, beziehungsweise ihr Spiel beim Spielen verzockt haben, ihr Unternehmensgeld, was sie da, keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Auf jeden Fall, das Unternehmen hätte richtig gut laufen können, weil die Modelle waren eigentlich recht gut und die Silberrex zum Beispiel war richtig geil. Die sah auch richtig gut aus. Und generell, das Modell, was ich habe für 1960, das sieht auch eigentlich richtig schick aus. Was ich gesehen habe, dass zum Beispiel dieses Modell zwischen 800 und 900 D-Mark gekostet hat, ich finde es recht heftig für ein Moped. Da könnte man sich ein halbes Auto schon kaufen. Ich weiß gar nicht, damals zu den Zeiten hat jeder, glaube ich, sehr wenig verdient. Oder ja, da sowas zu leisten ist schon, ja, da muss man ein bisschen was auf den Kasten haben. Was natürlich auch schade ist, dass kein Unternehmen das vielleicht weitergemacht hat oder zum Beispiel Sachs, dass sie die ganzen Modelle nehmen und dann einfach die Reihe weiterführen, weil ich denke mal, die Kundschaft war da, man hätte es vielleicht noch weiter gehen lassen können, aber tja. Ich werde auch noch in dem Video einige Seiten euch rein in die Beschreibung machen, wo ihr ein paar Daten herbekommt, falls ihr auch auf der Suche nach Daten seid. So weit, wie ich gekommen bin, zeige ich es euch. So, aber jetzt genug gelabert. Auf geht's zur Rex. Komm. Diese Rex Como ist von 1960 und hat einen 3-Gang-Handschaltungsmotor. Sie hat 2,1 PS bei 4500 Umdrehungen pro Minute. Später ab 62/63 gab es auch Kickstarter. Höchstgeschwindigkeit 40 km/h und die Bauzeit war zwischen 1959 bis 1964.
Modell ist die Sitzbank ein wenig kaputt, aber von der Form her, wenn das die originale Sitzbank ist, ich habe auch noch so ein kleines Bild gemacht von dem Typenschild hinten dran, dann kriege ich die definitiv nicht mehr. Deswegen versuche ich das, was hier abgefallen ist, wieder dran zu machen. Ich weiß nicht wie, vielleicht mit einem Handfaden. Und ja, ist jetzt nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist tatsächlich, ich habe hier unten am Reifen eine richtig dicke Wuchtung. Beziehungsweise ich habe jetzt die Speichen nochmal neu zentriert. Aber ich kriege diese Unwucht nicht raus. Und neuer Reifen ist auch schon drauf von Continental. Aber das war nicht der Reifen, es ist tatsächlich die Felge. Und wo kriege ich jetzt Speichen und der Felgenring her? Also, Ersatzteile sieht leider sehr schlecht aus. Wenn ihr eine Rex habt, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Das würde mich echt interessieren, was hier bei diesem Video vielleicht alles für Rex-Begeisterte kommen, weil ich liebe wirklich Rex. Ich finde die wirklich schön. Ich habe die Rex 17 und zwei Chromos. Ich habe tatsächlich noch eine, die als Ersatzteilträger geplant ist, beziehungsweise ich möchte die wieder aufbauen. Es fehlen einige Teile. Der Motor ist fest, aber ich möchte die unbedingt auch fertig machen. Die, was ich habe, die hat eine rot-weiße Lackierung und ich glaube sogar, das ist die Originallackierung. Es sind sogar einige, ich sag mal, Schriftzüge, Linierungen noch da und das muss einfach der originale Lack sein. Ich zeige sie euch demnächst. Ich kündige auch bald an, dass ich mal von der Rex 17, die ich habe, auch noch ein Video mache. Das ist ein Zweigang-Handschaltungsmotor, ein kleiner süßer Motor ist drin. Der ist aber leistungsstark, also tatsächlich, wenn ich die jetzt vergleiche mit der Como, was drin ist, geht die kleinere viel mehr ab als die. Keine Ahnung warum. Schön, dass ihr vorbeigesehen habt. Bis zum nächsten Mal, euer Moped-Junge. Und denkt dran, schreibt fleißig in die Kommentare.